Kleiner Disclaimer, von diesen Videos, wie wir erzählen, wie wir zum Rollenspiel gekommen sind, gibt es noch eine Menge mehr auf Pen und Paper Tube. Ob da allerdings eine Katze drin ist, kann ich jetzt nicht versprechen. Hossa und herzlich willkommen zu dem Themenmonat Juli und der Frage, wie sind wir, euer Creator, zu dem Hobby Rollenspiel gekommen? Ich möchte es möglichst kurz halten und an drei Steps sozusagen erzählen, denn ich habe nicht mit Rollenspiel angefangen, um mit Rollenspiel anzufangen, aber ich habe mich irgendwo immer im Fahrwasser vom Rollenspiel bewegt. Und ich muss diesen Stuhl mal ölen. Ich habe mir einen kleinen Zettel gemacht, um die drei Stationen chronologisch richtig darzulegen, denn es ist 22 Jahre her, dass ich mit Rollenspiel angefangen habe. Das bedeutet nicht nur, dass ich mich unglaublich alt gerade fühle, sondern dass auch Rollenspiel das Hobby ist, was den Großteil meines Lebens eingenommen hat und immer noch einnimmt, während die anderen, die ich gleich beleuchte, eher in den Hintergrund gerückt sind. 1991. HeroQuest erscheint in Deutschland. Ein Brettspiel mit fein modellierten Figuren. Kann man sehen? Ja. Und mit einem festen Spielplan, auf dem immer ein Dungeon abgebildet ist. Und darunter sieht man dann ein paar Hinweise, was dem Dungeon so passiert, besondere Fallen und so weiter und so fort. Das Ganze ist ein Brettspiel, aber als Kampagne aufgelegt. Das heißt, jede Seite hat ein eigenes Abenteuer und alle 10 Abenteuer ineinander ergeben dann eine Kampagne. Das wurde in den Zusatzboxen, die dazu noch kamen, 4 Stück in Deutschland, 6 Stück international, noch erweitert, dass eine zusammenhängende Geschichte gespielt werden kann. Und das hatte schon einen sehr großen Rollenspielcharakter. Man spielt einen Helden, man kämpft gegen Monster an und zusätzlich ist man dazu angehalten, eigene Abenteuer zu spielen. Ja, hier. Das ist vom kleinen Ben gemalt und konzipiert. Sobald ein Hero die 2 Mumien am Sarkophag, ziemlich viele Rechtschreibfehler, schlägt, erwacht Brador und stellt auf das Feld X. Endbosszeit. Ja, davon habe ich tatsächlich ganze Hefte gefüllt. Das heißt, ich habe sehr früh angefangen, Spielleiter zu sein, bevor ich überhaupt Spielleiter war, beziehungsweise wusste, was das ist. Denn HeroQuest lebt davon, dass 4 Spieler den Helden spielen und einer tatsächlich den bösen Zauberer, aber auch derjenige, der immer hier die Einleitungssätze vorliest. HeroQuest, auch das, diese Verknüpfung kam erst viel, viel später, wurde entwickelt mit Games Workshop. Ich weiß nicht, ob man sieht, hier unten steht es, Games Workshop. Zum Beispiel die Miniaturen, Citadel-Minis, die haben schon sehr viel Games Workshop, also Warhammer Flair. Und wir werden sehen, Games Workshop ist so ein bisschen daran schuld, dass ich Rollenspieler bin. HeroQuest, erster Teil. Ich habe diese Figuren geliebt. Ich habe sie teilweise sehr hässlich mit Revell-Farben bemalt. Und ich habe die ganzen Brettspiele, die damals rauskamen, Legende des Sargor und die Schwarze Auge-Dinger, das Schwarze Auge-Buch des Schreckens, Dorf des Grauens, Tal des Drachens, habe ich alle im Keller stehen. Habe ich überhaupt keinen Bezug gehabt, dass das Schwarze Auge ein Rollenspiel ist zu der Zeit. 1991. Ich spiele Brettspiele mit fein modellierten Figuren und erfinde Geschichten dazu. 1995 kommt dieser kleine Schatz auf den Markt, das neue große Abenteuer- und Spielebuch. Das heißt, es gibt wohl schon noch ein altes großes Abenteuer- und Spielebuch von Ian Livingston und Steve Jackson. Vorsicht, nicht der Munchkin Steve Jackson, das ist ein Amerikaner. Dieser Steve Jackson ist ein Brite. Und zwar der Brite, der mit Ian Livingston und einem dritten Games Workshop gegründet hat. Ha, Warhammer erfunden. Genau. Die haben Cosims gespielt, also kleine Tabletop-Brettspiele, und haben aber von einem gewissen Gary Gygax als Test auch im selben Jahr, 1985 glaube ich, oder 86, Dungeons und Dragons bekommen und fanden das so gut, dass sie dieses seltsame System des Rollenspiels auf dem europäischen Markt bringen wollten. Da es noch nicht so populär war, mit 4 anderen an einem Tisch zu sitzen und dieses Dungeons & Dragons zu spielen, haben sie die Spielebücher entwickelt. Und dieses große Abenteuerspielebuch, das ich mir 1995 gekauft habe oder geschenkt bekommen habe, ich weiß es nicht mehr genau, hat
unter anderem als erstes Abenteuer den Hexenmeister vom Flammenden Berg. Und das ist tatsächlich das allererste erschienene Spielbuch von diesen beiden Herren, Jackson und Livingston. Und sozusagen mein allererstes Solo-Abenteuer, denn nichts anderes sind diese Spielebücher. Man liest, du schaust dich um und siehst, dass Mungo mit dem letzten Piraten kämpft, dem Kapitän. Bevor du ihm helfen kannst, macht der Kapitän einen Ausfall und durchbohrt den armen Mungo, der gequält aufschreibt und schmerzverzerrt in goldenen Sand versinkt. Der Kapitän wendet sich zu dir, sein Gesicht durch eine lange schwarze Narbe auf der linken Seite zur grotesken Fratze entstellt. Du stimmst ihm zu, um Mungo zu rächen. Und dann muss man gegen den Piratenkapitän Gewandtheit 10 Stärke 6 kämpfen. Wenn ich siege, geht's weiter. Wenn nicht, war's das. Dann teile ich Mungos Schicksal. Mungo. Genau. Und dann hat man sich von Zahl zu Zahl, von Ziffer zu Ziffer gekämpft und 3 Abenteuer hier erlebt, unter anderem den Hexenmeister vom brennenden Berg. Das hat mich wiederum inspiriert und ich habe selbst diese seltsamen Zahlenabenteuer, kann ich mal zeigen, geschrieben. Das ist seitenweise, ich habe es auch nie zu Ende gebracht, kann ich mich erinnern. 95 habe ich also angefangen, Abenteuer zu schreiben, die sich vom Brettspiel gelöst haben. Dann kam alles wieder zurück und zusammen, denn 96, richtig, ja, erschien die Warhammer Edition Nummer 5. Und die hatte 2 Völker, Bretonen und Echsenmenschen. Und diese Echsenmenschen, fein modellierte Figuren, die, ja, verdammt geil aussahen, weil ich liebe Echsenmenschen in Fantasy, die haben dafür gesorgt, dass ich das Grundspiel gekauft habe, ohne überhaupt zu wissen, was ein Tabletop ist. Wo ist das Brett? Was ist da los? Wieso muss ich mir eine ganze Armee zusammen kaufen? So viel Kohle habe ich doch gar nicht. Dann kaufe ich mir halt noch das Game dazu. Und ich war wieder zurück bei Warhammer und lese dieselben Namen, die ich schon kenne. Ja, da Jackson und, oh, guck mal, Livingston. Ja, seit jeher. 5. Edition Warhammer eingestiegen und damit kamen sehr viele Freunde, die ebenfalls dieser Sucht gefrönt haben. Und neben Magic the Gathering, das sagt mich nicht so, bedruckte Karten, nee, Minifiguren, also habe ich angefangen, Armeen zu sammeln, Echsenmenschen, Skaven und noch viele, viele mehr, später auf 40k. Und aus dieser Gruppe, die Warhammer-Gruppe, hat sich dann herausgeschält, dass da auch Rollenspieler drunter sind. Zum Beispiel der Moritz, den ihr gerade auch live wieder sehen könnt, oder live, also in einem der Videos in Jurassic Park spielt er ja vorne mit. Und der hat uns damals zusammengeholt und hat gesagt, hier, wenn wir Bock auf sowas haben, wie wär's denn mal mit der Redbox AD&D oder zack, 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 ein paar schwarze Auge-Abenteuer rausgeholt. Und da habe ich dann auch angefangen zu merken, das kennst du doch irgendwoher, das schwarze Auge. Ah, da habe ich Brettspiele von, ja, AD&D, hohoho. Und dann später kamen dann die eigenen Regelwerke dazu. Und so bin ich tatsächlich zum Pen Paper gekommen. Also über Brettspiel und über Tabletop und über dieses wunderbare Spielebuch, was ich immer noch in Ehren halte, wenn ich es mal in die Kamera halte, die ist wunderbar. Das war mein Weg zum Rollenspiel und auch zum Spielleiten tatsächlich. Also hier, ich war 11, ja, habe mit Spielleitung angefangen. Hier habe ich Abenteuer geschrieben mit 15 und mit 16 dann Miniaturen und Kämpfe dargestellt und dann alles zusammen geschmolzen zu dem, was ich jetzt bin. Ja, und ich bin ganz zufrieden, was dabei rausgekommen ist und bin gespannt, wie ihr zum Rollenspiel gekommen seid, denn das ist ja der Sinn auch dieser Videoreihe. Teilt es uns mit in den Kommentaren und schaut bitte bei den anderen Pen-Paper-Tubern rein, denn jede Geschichte ist einzigartig und jede ist ein Abenteuer. Ciao.